Hallo liebe Freunde, ich heiße euch mal wieder willkommen hier in Guild Wars 2 und ich habe heute ein ganz besonders Schmankerl für euch, denn wie ihr seht, bin ich heute ganz alleine und ich bin auch nicht da, wo ihr mich erwartet. Wir haben ja letztes Mal noch überlegt, ob wir die Story Quest noch weitermachen, haben wir letztendlich nicht gemacht, wir haben dann aufgehört. Unter anderem deswegen bin ich auch etwas knapp mit den Folgen gewesen. Das heißt, ich musste jetzt mal alleine was aufnehmen und dann habe ich mir gedacht, ich zeige euch doch einfach mal das Welt gegen Welt. Wir haben ja ursprünglich in Dark Age of Camelot auch hauptsächlich RVR gemacht. Das haben wir jetzt in Guild Wars 2 bisher noch gar nicht, was auch daran liegt, dass nicht alle unsere Rechner wirklich dafür geeignet sind. Da muss der eine oder andere vielleicht bei Gelegenheit mal ein bisschen aufrüsten. Aber das ist dann einfach zu laggy, als dass man da im Welt gegen Welt, also dem RVR, groß was machen könnte. Von daher haben wir uns halt unter anderem deswegen hauptsächlich aufs PvE konzentriert. Jetzt kann ich aber mal alleine hier ein bisschen unterwegs sein und da nutze ich doch die Gelegenheit und zeige euch einfach mal ein bisschen das Welt gegen Welt, beziehungsweise zeigen stimmt vielleicht nicht ganz, weil ihr das sicherlich schon kennt. Trotzdem für diejenigen, die es nicht kennen, das ist jetzt hier das Welt-gegen-Welt-Gebiet Ewige Schlachtfelder. Es gibt dann noch drei andere. Und auf jedem dieser Gebiete gibt es Burgen und quasi Türme, wie man die aus Dark Age kennt, nur ein bisschen architektonisch vielfältiger. Und auf jeder dieser Karten kämpfen jetzt im relativ offenen Kampf alle drei Seiten. Sind ja immer drei Server zusammen, die gegeneinander kämpfen. Ich glaube, das wechselt wöchentlich oder zweiwöchentlich. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie oft. Und dann gibt es halt die Seiten blau, rot und grün. Wir sind die roten dieses Mal. Das ändert sich allerdings in jeder Zusammensetzung auch, soweit ich weiß. Na, ist ja auch egal. Wir kontrollieren hier halt einige Sachen und haben wir auch hier ein bisschen bei den Gegnern was. Und was das jetzt im Einzelnen ist, will ich euch vielleicht noch zeigen. Allerdings werde ich wohl sicherlich ziemlich viel auf die Nase kriegen. Ich bin ja Level 27. Nun wird man im Welt gegen Welt Gebiet zwar auf Stufe 80 hochskaliert und kriegt auch Fähigkeiten, mehr Schaden und so weiter. Allerdings laufe ich immer noch mit meiner Level quasi 25er oder so Rüstung, die dann auch noch grün ist, rum, während hier sicherlich einige schon in ihrem vollen Exotik Level 80 Sets unterwegs sind, und wenn man dann auf solche Leute trifft, hat man sicherlich nicht die allzu hohe Lebenserwartung. Außerdem habe ich natürlich praktisch keine Erfahrung jetzt mit diesem Char, wie man eigentlich im PvP damit umgeht. Das heißt, die Leute werden mich sicherlich ganz schön alt aussehen lassen. Vielleicht kann ich mich aber auch einfach ein bisschen an den Zerg dranhängen und dann im Schutz der Masse ein wenig meine Zauber wirken. Hier sieht man auch schon, da unten gibt es irgendwo Kämpfe und Kommandeur Healer von Löwenstein hat hier gerade das Kommando inne, die Befehlsgewalt. Ich tue mal einfach dem Einsatztrupp beitreten. Und was sollte ich jetzt als erstes mal versuchen? Einfach hinlaufen. Ich will mir vorher noch Vorräte holen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, gibt es hier an diesem Start, an der Startposition auch Vorräte? Die Vorräte braucht man, um zum Beispiel Tore zu reparieren, um Belagerungswaffen aufzustellen. Auch das kannte man zum Teil schon aus Dark Age of Camelot, wo es ja auch zum Reparieren Holz gab, was man dann transportieren musste. Hier, wie gesagt, so ähnlich. Ja, ein weiterer Grund, warum ich sicherlich oft auf die Nase kriegen werde: meine Fähigkeiten sind jetzt natürlich alle aufs PvP ausgelegt. Also ob Stab wirklich fürs Welt gegen Welt so super ist, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht beurteilen. Mir fehlen auch sicherlich einige Speed-Fähigkeiten, die nicht ganz unwichtig sind. So, hier sind wir jetzt an der ersten Burg, wenn ich mich nicht irre, oder Festung oder wie auch immer man die jetzt hier nennt. Das hier ist das eigentliche Tor, das können die Gegner angreifen und wir können es reparieren. Hier sieht man auch reparieren, aber dafür brauche ich mehr Vorräte. Man sieht, das Tor hat ein bisschen Schaden abbekommen. Vorräte habe ich nicht, also kann ich nicht reparieren.
Für den, den das Keep jetzt gehört, gibt es hier schon einen schönen Seiteneingang quasi. Also das Problem, was man manchmal in Dark Age hatte, dass man zwar das Tor angeklickt hat wie wild, aber aus irgendwelchen Laggy-Gründen nicht reingekommen ist, hat man hier nicht. Man rennt einfach durch dieses Portal, das auch immer farbkodiert ist, sodass man gleich erkennt, okay, hier kann die rote Seite durch, die anderen kommen nicht durch. Belagerungswaffen gibt es hier noch und nöcher. Da hat man auch bei Dark Age of Camelot sich schön abgeguckt und verbessert. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht nach allem, was ich so gesehen habe. So, hier ist jetzt das Vorratslager. Hier steht auch drin, wie viele Vorräte da sind. Jetzt habe ich mir 10 rausgenommen. Hier sind jetzt 10 Vorräte zu sehen. Hier sind entsprechend 10 Vorräte weniger. Ich glaube, die Vorräte, die werden jetzt über diese Karawanen. Hier ist die rote Karawane unterwegs. Von den Nachschublagern zu den Türmen und Festungen transportiert. Und der Gegner hat jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, entweder das Nachschublager zu übernehmen oder die Karawane unterwegs zu überfallen und dadurch unseren Nachschub abzuschneiden. Das heißt, wir können dann auch gar nicht mehr reparieren, wenn wir hier keinen Nachschub haben. Ich zeige das mal, nee, das war, glaube ich, das andere. Das Tor ist voll repariert, wie es aussieht. Das Tor, gerade war doch hier ein Tor beschädigt. Reparieren ist bereits vollständig repariert. Bin ich denn doof? Die Mauern kann man auch beschädigen und ich denke mal dann auch reparieren. Also ich bin mir relativ sicher, dass hier gerade. Aber ich kam doch von hier rein. Moment. Hier bin ich durchgekommen. Da muss dadurch auch das beschädigte Tor sein. Ja, nun, vielleicht hat es einer in der Zeit, wo ich hier rumgequatscht habe, schon repariert. Sonst hätte ich jetzt halt hier mit meinen Vorräten das Ganze reparieren können, ein Stück. Und dann, wenn es noch nicht fertig ist, laufe ich einfach wieder zum Vorratslager hin. Nehme nochmal 10 Vorräte. Das kann man auch machen, während das Tor angegriffen wird. Und solange wir Vorräte haben und viele Leute, die reparieren, können wir das Tor relativ lange halten. Deswegen ist es nicht unwichtig, den Gegner den Nachschub abzuschneiden, wenn man irgendwas erobern will. Jetzt habe ich schon wieder viel gequatscht und noch nichts gemacht, keinen Gegner gesehen. Wo ist denn der Zerg? Der Zerg ist normalerweise immer in der Nähe des Kommandeurs. Was auch ganz praktisch gemacht ist. So kann man die Leute, ups, ein bisschen beisammen halten, indem das so schön auf der Karte angezeigt wird. So, wie komme ich denn jetzt? Also ich bin in Guild Wars 2 nicht so der große RVR-Profi, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Ich kenne auch die ganzen idealen Laufwege nicht und ich weiß nicht, wie ich jetzt am schnellsten dahin komme. Ich kann ja mal einfach Lady Elementa wie nix. Elemente wie nix, ne? Lady Elemente wie nix hinterherrennen. Und Nogrim Bärenpranke. Der sieht auch aus wie Nogrim Bärenpranke. Also da passt der Name wunderbar. Ich bleib mal einfach bei denen in der Hoffnung, dass die ein bisschen besser wissen, was man hier zu tun hat. Und vielleicht auch ein bisschen als meinen Schutz fungieren. Und ich schütze sie natürlich auch, sofern ich das mit meinen miserablen Skills kann. Also da sieht man schon, die meisten sind in der Lage, sich auf die eine oder andere Art und Weise permanent oder fast permanenten Speed zu organisieren. Ich bin dazu leider nicht in der Lage oder noch nicht. Müsste ich irgendwie umskillen oder vielleicht habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Ich habe jetzt trotzdem mal meinen Kollegen da ein bisschen Speed mitgegeben, soweit ich das konnte. Und jetzt sind wir doch schon, da vorne habe ich doch schon Action gesehen. Also hier wird gekämpft. Jetzt. Das ist so ein bisschen das Problem im Moment in Guild Wars 2. Es gibt ein Cap, wie viele Figuren gleichzeitig angezeigt werden. Das heißt, wenn viele Spieler in der Gegend unterwegs sind, dann sieht man die leider nicht. Und dann kann es sein, dass man. Also hier sind jetzt, weiß ich nicht, 30, 40 Mann oder was unterwegs oder vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht sagen und ich sehe sie einfach nicht. Und jetzt sollte ich mich doch vielleicht. Ist das dann ein Spieler? Ne, das ist ein Pet. Gandara Bestie. Also vom Server Gandara und ist es Bestie heißt, ist ein Pet. Das ist doch ein Spieler, den sollte ich doch viel eher mal angreifen. Ich könnte jetzt auch mal hier meine
Feuerregen und sowas wieder gehen lassen. Und dann kann ich die auch hier irgendwie verlangsamen, ein bisschen daran hindern, hier hochzurennen. Dann da noch ein bisschen. Jetzt sind die Feinde allerdings. Also, ich habe das Gefühl, ich sollte mich langsam von hier verpieseln. Das werde ich jetzt auch machen. Scheinen nämlich alle Spieler von uns tot oder fast tot zu sein. Wo ist denn jetzt meine nächste Versteckmöglichkeit? Ah, da vorne ist auch schon der Kommandeur bzw. die Kommandeurin. Ich weiß jetzt nicht, Hila klingt nach Kommandeurin. Jawohl. Da hänge ich mich direkt dran. Man sieht sofort mit Speed unterwegs und läuft mir davon. Und meine Speed-Dings ist noch gar nicht... Oh, da ist der nächste Gegner. Eindringling. Wenn ich mich ein bisschen besser mit meinen Skills auskennen würde, könnte ich auch einen mystischen Beitrag leisten. Aber ihr seht, ich bin... Ich spiele den Elementalist auch in unserem Let's Play. Oh, jetzt sind wir umzingelt. Jetzt bin ich, glaube ich, hier... Das war's. Würde ich mal behaupten. Hui! Kann ich hier noch irgendwas machen? Kann ich... Na, das war's. Ja, jetzt habe ich noch meine Down-Fähigkeit, mit der ich mich noch mal ein paar Zentimeter wegbewegen kann, aber ist nicht so wirklich sinnvoll. Ja, die haben mich jetzt überrollt. Ja, tut mir leid. Ich hätte jetzt gerne gezeigt, wie ich die alle total platt mache. Im Alleingang unseren Zerg rette, die Burg einnehme, aber es ist ein bisschen mehr Erfahrung und dann kommt das auch, ne? Logisch. So, man wird, wenn man im PvP Tod erleidet, hat man auch Rüstungsbeschädigung, genauso wie im PvE. Muss also reparieren, sonst steht man irgendwann nackelig da. Der nächste Reparierer. Excelsior. Steht hier. Hui, das ist ja gar nicht so billig. Mal sehen, dass ich hier nicht zu oft sterbe. Ist denn unser Kommandeur schon wieder irgendwo unterwegs? Nee, ist weg. Hm, was könnte ich denn mal so Sinnvolles machen? Na, ich könnte mal hier rumlaufen. Gucken, vielleicht trifft man hier auf ein paar kleinere Gegnergruppen oder einzelne Spieler. Dass man nicht so total vom Zerg überrannt wird und ein bisschen was versuchen kann. Nicht, dass das Ergebnis im Endeffekt dann anders aussehe. Aber zumindest kann ich dann ernsthaft behaupten, ich habe es versucht. Ein ganz kleines bisschen kenne ich mich hier aus. Das heißt, ich war schon zweimal hier, glaube ich, in dieser Gegend. Die ewigen Schlachtfelder sehen übrigens anders aus als die drei anderen Zonen. Die drei anderen Zonen sind mehr oder weniger identisch. Ich glaube, nur die Namen der einzelnen Orte sind da ein bisschen anders. Ansonsten sieht das da gleich aus. Ich kann das hier nochmal kurz auf der Karte zeigen. Also unsere Grenzen, nee, das hier sind unsere Grenzländer und das sind dann die Grenzländer von den beiden anderen. Die sehen wirklich identisch aus. Die einzige Zone, die ein bisschen anders aussieht, sind die ewigen Schlachtfelder. Ich denke mal, das liegt dann einfach daran, dass man dann zum Release hin doch noch irgendwann mal fertig werden musste. Wahrscheinlich hätten die Entwickler gerne noch ein bisschen mehr Variabilität eingebaut. Andererseits hat man dann gleich wieder das Problem, die eine Zone sieht ein bisschen anders aus als die andere. Dann fangen die Leute schon wieder an zu jammern, das wäre unfair. Da gäbe es einen Vorteil, hier gäbe es einen Vorteil. Natürlich immer bei den anderen. Also macht man sie komplett gleich. Ja, dann ist es wieder ein bisschen langweilig. Man kann es den Spielern halt nicht recht machen. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Huch, was ist das? Champion Baumgeist, damit den lege ich mich besser nicht an. Und da vorne wird gekämpft. Schnell mein Speed reinschmeißen. Vielleicht kann ich Liguina noch helfen. Aber das sieht mir mehr nach PvE aus, was da stattfindet. Hallo? Ja,
Ja, okay. Ich dachte, jetzt treffe ich hier auf Feinde und kann meine tollen Skillfähigkeiten vorführen. Und dann sind es doch nur Bären.